Servus Leute und ein herzliches Willkommen zurück zur 7. Folge von Until Dawn. Wir sind gerade auf der Suche mit den Turteltäubchen Matt und Emily, nach der ich setze dafür mein Leben aufs Spieltasche. Und wir möchten uns natürlich auch noch für den etwas zu kurz geratenen letzten Part entschuldigen. Bloß hatte da bereits der Pizzalieferant geläutet und dann blieb uns halt da auch keine andere Wahl mehr, als die Folge zu beenden. Hashtag gesunde Ernährung. Aber dafür wird natürlich diese Episode wieder ein ganzes Stück länger werden. Können wir gleich mit der Emily, mit der Guten reden? Ich, keine Ahnung, ich finde, die ist mir so unsympathisch. Hey. Ja, ich mag die auch nicht. Kritisieren oder abtun? Fangen wir von vorne an. Bleib doch mal cool. Ich glaube, das Kritisieren, das bringt bei dir gar nichts. Ja, dann schnappt die nur noch mehr ein. Ich finde, wir sollten das Wochenende neu anfangen. Gleich jetzt. Rein Tisch. So. Kein Streit, kein Mike. Keine Jazz, nur du und ich zusammen allein in der schönen Natur. Oh, du meinst au naturel. Genau das. Da habe ich nichts dagegen. Das hat gut funktioniert. Ja, aber ich traue ja nicht so ganz. Warte mal, wir können da hinten noch was machen, oder? Das ist dieses Fernglas. Hallo? Ja. Wahrscheinlich wartet ihr schon der nächste Jumpscare. Bitte nicht. Oh. Ein Hirsch, der wegläuft. Man soll ja auch nicht immer was sehen. Aber ich glaube, da ist nichts, oder? Ne, gehen wir mal weiter. Die hat bestimmt Gold in ihrer Tasche, wenn die so wertvoll ist, dass sie da nochmal runtergehen. Bei der Eis ist Kälte. Ich glaube eher, da sind Monatsvorrat lauter Kondome drin. Brauchen sie für das Wochenende. Das ist doch kein. Das ist doch kein Zufall, oder? Oder ist das ein Bewegungsmelder? Ja, aber für einen Bewegungsmelder war das jetzt schon. Ich weiß nicht. Sehr imposant. Ja, wo gehen die jetzt hin? Hey, Dummkopf, komm hier lang. Ja, flirten. Willst du irgendwo mit mir allein sein? Die setzt doch alleine. Dann komm doch her und find's raus. Warum will die denn nicht da lang gehen? Merkwürdig. Das ginge eh nicht. Wenn jemand in einem Horrorgenre sagt, es ist merkwürdig, dann passiert irgendwas. Bist du taub, du Spinner? Wieso? Ich bin doch zurück. Braver Hund, jetzt gehorche. Die ist so komisch. Wie schon gesagt, ich traue nicht. Ich glaube, dass das so eine richtig hinterhältige Schlange ist. Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Richtig. Oh, kein Problem, Babe. Nimm mal das, oder? Und wir sind doch der geile Macho-Boy. Ja, nehmen wir das, oder? Ja, von mir aus. Kein Problem, Babe. Aber du solltest dran denken, dass ich mehr für dich sein kann als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Kannst du das beweisen? Auf jeden. Was? Auf jeden. Was soll das heißen? Na, auf jeden Fall. Ich dachte, das klingt sexy. Nee. Oh mein Gott. Das ist wieder der Typ. Ich finde das so komisch, nachts allein im Wald rumgehen, wenn es schneit, es ist kalt, du siehst nichts. Das ist so strange. Beängstigend finde ich das ja nur, wenn die Musik dann wieder so dramatischer wird. Licht. Oh, heute Abend ist es so schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast mehr in der Hose. Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Dass sie immer nur an das eine denken. Aber was ich komisch finde,
die sehen es alle als so selbstverständlich an. Einfach draußen in der Gegend. Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Ich finde es halt komisch, dass die es als selbstverständlich sehen, dass die jetzt da einfach draußen rumlaufen, ohne irgendwie größere Bedenken zu haben, nachdem ja zwei von ihren besten Freundinnen gestorben sind. Ja, okay, wissen sie ja nicht. Sie sind ja nur verschwunden. Ja gut, so aber wenn die über ein Jahr verschwunden sind. Röschen, die aus Spitze. Was? Dann bin ich doch da etwas vorsichtiger mit dem Ganzen, oder? Dann habe ich doch da ein bisschen Respekt davor. Und die gehen da auf Wanderschaft in der Nacht. Ja. Als wär's das Allernormalste überhaupt. Flirten wir oder sind wir ungeduldig? Flirten. Oh, hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Ah, erinnerst du dich nur an das Licht? Mhm. Das wird das sein. Da vorne ist so ein Totem-Ding. Geh mal nach links. Ja, ich jetzt auch was. Springen. Warte mal, kann ich mit ihr noch reden? Die stand da so da. Nee, also anscheinend was, können wir uns... Was würde jetzt, wenn du jetzt nach rechts gehst? Musst du dann auch nochmal extra interagieren für die Treppe? Oder kannst du einfach die Treppe hochgehen? Ja, ich gehe einfach die Treppe hoch. Ja, geh mal da lang, ist ja egal. Ist echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ah! Oh! Kennt oder? Ja. Emily! Emily! Oh. Ja, das hat Spaß, ja. Ich dachte mir, das war klar. Reingelegt. Obvious. Bist du albern? Ach, jetzt komm! Was war das? Weiß nicht. Stimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Können wir da weitergehen? Wolltest du wieder runtergehen? Nee, wir können da nicht weiter. Doch. Ach, guck mal an. Ach so, du konntest nach rechts oder nach links hin, aber es geht nur nach links der Pfad. Ach so, okay. Also gehen wir wieder auf die andere Seite. Aber das finde ich gut, dass die ganzen Fußspuren im Boden gespeichert bleiben. Ja. Dann springen wir da runter. Bitte sehr, Madame. Danke. Oh, wow. Das hat er gut gemacht. Sehr beeindruckend. Stellst du schon wieder? Was? Was ist denn das? Schweinekopf. Hey. Welcome back. Was soll das? Der war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Wow. Willkommen zurück. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh. Oh. Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Das ist bestimmt der andere Typ da. Irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Hm. Oh, der Psychodoktor. Wie sehr wir ihn schon vermisst haben. Du musst mir geben, wie sich das jetzt alles verändert hat. Weißt du, das erste bei der ersten Sitzung, Sonnenschein, jetzt hat er das Fenster vernagelt. Hm. Es ist das Bild wieder im Hintergrund. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Furcht vor Isolation? Das ist eine Spinne. Guck mal, das ist eine Spinne. Ja, das passt sich nach und nach einfach an. Wäre interessant, ob da jetzt halt nicht eine
nicht eine Schlange irgendwie auf dem Tisch wäre. Ja, mach mal ja, oder Angst vor Isolation. Ja. Das ist doch auch selber so Psycho. Ja. Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ehrlichkeit. Ja, hätte ich spontan aber auch gesagt, Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ja, aber eine Form von Nächstenliebe ist Ehrlichkeit, oder? Im Prinzip schon, ja. Aber ich würde tendieren zur Nächstenliebe. Boah. Ja, das ist eigentlich auch wieder so eine Sache, da... Das nimmt sich nicht viel. Mach mal Nächstenliebe. Ja. Solch ein großzügiger Charakter. Also diese Schreibanimation. Ich glaube, der schreibt einfach irgendwelche Weihnachtsmänner auf. Ja. Wieder so ein Haus von Nikolaus. Ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Und das nachdenkliche Schauen aus dem vernagelten Fenster. Wahnsinn. Jetzt sind da solche Haken aufgehängt. Was zur Hölle? Der Kerl wird auch immer gruseliger. Wetten, dass der Jingle schreibt. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin... Drittes Kapitel. Isolation. 8 Stunden bis zum Morgen. Von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Ich weiß nicht, warum man sowas ausprobiert. Ich verstehe das nicht. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Jetzt sind sie in der Bibliothek. Ist da jemand, oder? Aber Kadabra wäre ein bisschen kindisch. Ja, mach mir es ernsthaft. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? So, Ouija-Board ist schon was Eigenartiges. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Ja, wer Hilfe braucht, ist ja klar. Die Hannah und die Beth. Dann mach, wie können wir helfen? Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert das? Was? Er bewegt sich schnell. Was? Shit. Oh mein Gott. Da kam wohl einer das Alphabet nicht. Ich glaube, wir
müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Jetzt würde ich, wer bist du, fragen. Ich meine, die kommen halt da nicht drauf. Ich weiß nicht, aber... Ja, klarstellen, was er meint. Ja, können wir auch bauen. Ja. Wovor willst du uns warnen? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wie cool der Chris einfach bleibt. Hannah, bist du das oder Beth, bist du das? Es ist sich vollkommen egal, ja, oder? Ja. Such du aus. Also ich meine, ich finde Beth, das ist ein coolerer Name. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Oh, yes. Shit. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Das ist so weit hergeholt, ne? Ja, was passiert ist, oder? Passiert, ja. Ich finde, spätestens seit Paranormal Activity habe ich da echt Respekt für seine Sachen. Paranormal Activity ist auch nur ein Film. Stimmt, ja. So was gibt's gar nicht. Eh nicht, aber trotzdem. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. L. L. Oh mein Gott. Killed? Leute. Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, 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 bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Oh. Also wir wissen ja, wie sie gestorben sind. Ja, aber die wissen es ja nicht. Und vielleicht, ja, hast aber für uns ist es jetzt interessanter, wer hat Hannah getötet? Ja. Also wer diese schaurige Person eigentlich ist. Ja, hat sie zwar eigentlich nicht gekillt, aber... Ja, im Prinzip nicht, aber... Ja, gucken wir mal. War beteiligt. Okay. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris! Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht echt. Ich kann das Schuld. Nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Da hat er aber recht, ganz ehrlich. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Was sind Sie jetzt? Ah, okay. Jetzt spielt man Mike. Jess? Auf dem Weg zur Hütte. Jess! Schnell rüber! Verdammter Scheiß! Wupp! So, dann schauen wir uns mal um. Gehen wir gleich mal nach rechts, oder? Mhm. Ist da irgendwas? Jessica! Ach, komm schon. Nee, da ist nix. Alter Träger. Schatz? Aber da haben wir doch erst seit der letzten Cutscene von den beiden hat man auch nichts mehr gehört, oder? Bist du da drin? Ja. Oh, Alter, was? Alter, ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Ich hab mich so erschrocken. Ah! Wow!
Oh. Alter. Tut mir leid. Oh, ich hab mich so erschrocken. Hätte mir fast in die Hose gemacht. Nicht nur du, Bruder. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Vor allem, wie sieht denn das aus? Krass. Kannst du das nochmal anwählen? Ja. Ich meine, wie kann jetzt das? Da, Maske, oder? Wie kann jetzt da die Maske an der Windschutzscheibe einfach kleben oder? Keine Ahnung. Wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Ach, das war hier gerade brutal. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht. Oh mein Gott! Nein! Das war so krass. Genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Das war ein Hirschkopf, oder? Das war ein Geweih, glaube ich. Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das jemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Mürrisch, oder? Ja. Stehen wir uns ein. Okay, schön. Du gewinnst. Das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Das ist genau. Warum haben wir diese komische Ansicht? Ja. Die Nazguls verfolgen uns. Aber ist es dann der. Dieser Typ, der hier oben wohnt? Oder hat er einfach nur eine. Also hat er einfach nur so eine Wärmesichtkamera dabei? Aber die schaut eigentlich anders aus. Ich glaube, das kann man fast nicht beurteilen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Du weißt, ich hab's drauf. Also ist schön gemacht mit dem Wasserfall. Mit dem ja. Ich würde trotzdem dann nicht. Also für wirklich nichts kreischen. Auf der Welt würde ich da ich auch nicht. So viel sinnlos rumlaufen. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Da hinten brennt wieder was, guckst du? Ja. Siehst du? Ah, nee, das ist eine Lampe. Ja. Nee, man kann es schon bald gar nicht mehr unterscheiden. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Ich bin auch schon jemand paranoid. Da? Das hat mich jetzt aber nicht erschrocken. Sie hat uns fast umgebracht. Status Update, mal gucken, wie es bei dem jetzt ist. Romantisch. Hilfsbereit, ist er tapfer, romantisch. Aber guck mal, wie krass wir uns schon bei der Jazz weiterentwickelt haben. Ja, die heiraten noch, wirst du sehen. Gucken, wo es da lang geht. Da vorne ist die Hütte und wie es dann weitergeht und was wir in der Hütte alles machen, erfahrt ihr in der nächsten Folge bei Until Dawn. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, bis dann. Ciao. Servus.